Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bobs Mods. Und seit der letzten Folge habe ich hier und da ein paar kleine Dinge geändert. Zum einen ist hier unser Steinfeld, alle. Drum habe ich hier den Stein an unseren Bahnhof angeschlossen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir Ziegelstein auch mit anschließen müssen. Sprich, hier eine Verarbeitung für Ziegelstein aufziehen. Ich habe dann auch hier die Produktion etwas erweitert für Silikon. Ich denke, wir werden in Zukunft etwas mehr brauchen. Und der Flaschenhals hier ist Chlorwasserstoff. Darum habe ich hier eine Leitung gelegt. Von hier oben, wo wir neuerdings auch Chlorwasserstoff produzieren, in Tanks füllen. Und wir haben hier auch einen Zug stehen, der aber noch nirgends hinfährt. Und ich glaube, das war's so im Wesentlichen. Und heute können wir uns dem Problem zuwenden, oder nicht dem Problem. Letztes Mal haben wir die blauen Schallkreise gemacht. Heute wollen wir die lila Schallkreise machen. Dafür brauchen wir CPUs, dafür brauchen wir Silikonnitrid. Und der Rest sollte nicht allzu schwer sein. Also lass mich da mal das nötige zusammensuchen. Ach ja, und was wir hier dann auch machen müssen ist, weil da vorne, da haben wir ja die ganzen Anbieterkisten auf unserem Bus stehen, aber für alles, was hier hinten neu auf den Bus kommt, haben wir noch nicht. Darum habe ich hier auch gleich mal Anbieterkisten hingemacht, bevor es auf den Bus geht. Und möglicherweise fehlt uns... Ah ja, für Glas haben wir keine, weil Glas haben wir da vorne in einer Kiste angeboten. Gut, ich schau mal, wie wir das hinbekommen. Ich denke, weil das etwas komplexer ist als die blauen, schaue ich da mal, wie das so mit den richtigen Verhältnissen hinkommt. Und dann können wir die Fabrik aufbauen. Die Fabrik für die CPUs scheint nicht allzu komplex sein. Wir brauchen 4 Materialien im Input, eine Flüssigkeit, dann goldene Kabel, die Silicon Wafer, das haben wir bereits einige Mal gemacht. Interessant hier ist, dass wir hier nicht mehr das Verhältnis 1 zu 1 haben, sondern fast 2 zu 1. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich nicht mehr direkt reinknicken, sondern das auf ein Band legen und es so verteilen. Dann für Siliconnitrid, da brauchen wir dieses Setup hier. Das ist wieder das Verhältnis 1 zu 1 und da brauchen wir etwas Stickstoff dazu. Das bekommen wir mittels einer Chemiefabrik und dann brauchen wir etwas verdichtete Luft. Ein Kompressor wird uns da reichen und die Kabel müssen wir auch herstellen. Und ich denke, so wie es aussieht, werden wir diese beiden Materialien auf ein Band legen, das auf ein zweites und dann haben wir irgendwo noch ein Band für den Output. Insgesamt brauchen wir 9 Fabriken. Ich denke, wir fangen mit dem hier an.
Und da müssen wir habe ich? Ich habe keinen Kompressor, aber ich glaube, ich habe mal einen gebaut. Und dann Chemiefabrik. Und den Sauerstoff, den blasen wir in die Luft. Sauerstoff kann ja nicht schaden. Gut. Und dann, wie geht's weiter? Dann brauchen wir die hier. Und die das die richtigen. Nein. Was brauchen wir hier? Siliconnitrit. Ach, das ist das weiße Zeug. Okay. Dann machen wir das so. Und dann hier ein Rohr durch und das führen wir dann einfach mal nach oben. Einmal kurz. Und dann das Ganze bitte sechsmal. Können wir eigentlich auch sagen Untergrund, wenn doch. Und dann brauchen wir Strom für das Ganze. Dann brauchen wir eigentlich hier nur noch den Anschluss von Silikon. Und Silikon brauchen wir dann ja auch für die Wafer. Das heißt, das werden wir da dann gleich vom selben Band mit wegnehmen. So. Dann hätten wir diesen Teil hier. Dann brauchen wir Kupferkabel, Goldkabel. Da brauchen wir eine Maschine. Da machen wir das eins tiefer. Kupfer, Gold.
dann sind unsere Greifarme hier noch im Bereich vom Umspannwerk. Und dann brauchen wir hier Kupfer. Wir hier unten legen. Was ist hier das Problem? Ah, hier müssen wir das noch einstellen. Funktioniert es auch hier mit. Wenn jetzt das hier wieder nach unten führen, dann haben wir die zwei Bänder mit den Materialien, die wir hier brauchen. Das heißt, vielleicht fordere ich mir doch noch die roten Fabriken an. 50 sollten genügen. Wir müssen noch nicht mit den blauen bauen. Und was brauchen wir dann? Da auch noch. Okay, dann machen wir das auch wieder so. Ausgang, Eingang, 3, 4, 5, das sind dann unsere Wafer. Davon brauchen wir 9, 6, machen wir das so, hier auf der gegenüberliegenden Seite den Ausgang. Dann in der Mitte auch machen wir den langen Knick an. Die Wafer. Ausgang. Und hier
zweite muss kurz sein. Und dann brauchen wir noch die Anschlüsse. Knickarme. Ah, das muss in die andere Richtung gehen. Und da kommt dann unser Silikon dran. Dann brauchen wir Strom. Hier. Einmal hier unten. Und Anbieterkiste. Sind sie hier? Voilà. Ah, okay, das funktioniert nicht. Dann machen wir hier einfach einen langen. Und hier können wir die schon mal reingeben. Ah. Und hier müssen wir natürlich noch die Schwefelsäure anschließen. Und irgendwo haben wir sie. Ja. Hier kommt sie doch. Und voilà. Und da kommen die ersten CPUs. Wunderbar. Das heißt, nun kann ich mal schauen, wie denn das Rezept für die hier aussieht. Und wie wir das am besten hinbekommen. Wenn ich mir die Rezepte für die beiden Schaltkreise anschaue, die sind recht ähnlich, nur dass wir hier einen Faktor mehr drin haben und hier werden wir nicht mehr mit 3 oder 2 Bändern auskommen, sondern müssen da wahrscheinlich für das Lötzinn und die ganzen Elektrokomponenten 3 Bänder haben und die Platinen, die können wir wahrscheinlich direkt reinpacken. Wenn wir das hier mal so anschauen, sieht das nicht ganz so kompliziert aus. Hier haben wir wieder das Verhältnis 1:1 und dann
Für die Fiberglasbretter und Lötzinn brauchen wir je eine Maschine. Ich denke, ich baue das mal auf und dann können wir sehen, wie das Ganze funktioniert und wo wir dann welche Komponenten aufs Band mit drauf bringen. Das sollte funktionieren und ich denke, der Knackpunkt dürfte wahrscheinlich sein, dass wir all die Materialien hier auf die Bänder bekommen, die wir benötigen. Und wir beginnen mal hier von dieser Seite. Da brauchen wir das Lötzinn und Harz. Und die sind ziemlich weit oben. Harz haben wir hier. Hier können wir das allenfalls so machen und dann machen wir doch hier auf diesem Band die integrierten Schaltkreise hin. Hier die Transistoren und dann brauchen wir hier die Dioden. Hin. Gut. Dann hier brauchen wir noch Gold und Kupfer. Gold haben wir hier. In der Zwischenzeit haben wir auch Titan auf unserem Bus und Kupfer ist natürlich wieder weit oben. Da haben wir Kupfer. Hier brauchen wir Glas und Kunststoff. Kunststoff haben wir hier. Damit sollten wir alles haben, was wir hier brauchen.
Ja. Sieht gut aus, dann fehlen uns da nur noch die... Fiberglasboards und die sollten wir bekommen, sobald wir hier dann auch Glas haben. Und wenn wir Glas haben, bekommen wir die Circuitboards und mit denen können wir dann unsere Schaltkreise herstellen. Ah, ja, vielleicht wäre es noch eine Idee. Hier die Flüssigkeit anzuschließen. Und die müssen wir uns von da drüben erstmal holen. Da haben wir sie. Das geht sich ja wunderbar aus. Nun sollten wir alles beisammen haben. Ja, die produzieren. Fehlen noch ein paar Greifarme, so wie das aussieht. Aber es funktioniert und bald sollten wir die ersten Schaltkreise haben von der violetten Farbe. Ah. Möglicherweise würde es helfen, hier auch einen Greifarm zu haben, der das Ganze rausknickt. Nicht wahr? Dann bekommen wir die Schaltkreise. Super! Wieder was abgehakt. Aber das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wo wir schauen müssen, was können wir hier noch machen, bevor wir hier ins große Wasser tappen. Also bis dann und tschüss!